Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem grünen Zukunftstag. Die Zukunft ruft nach neuen Ideen. Unser grüner Zukunftstag mit der Stadtgesellschaft. Schön, dass schon so viele Leute dabei sind. Ich würde beginnen, euch kurz zwei, drei organisatorische Hinweise zu geben. Und danach würde ich direkt an Werner übergeben, der euch dann auch nochmal begrüßen möchte. Und danach stellen wir dann auch unsere Gäste vor, die dann gleich reinkommen sozusagen. Vorneweg, als allererstes möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Team in der LGS, die den ganzen Tag hier heute schon an den Bildschirmen sitzen und alles Mögliche für uns vorbereitet haben, Werners und meine Fragen den ganzen Tag geduldig beantwortet haben. Wir haben bereits heute Nachmittag 11 parallel stattfindende Workshops gehabt, die auch von unserem Team betreut wurden, wo 50 MultiplikatorInnen der Stadtgesellschaft da waren, wo wir in thematischen Workshops denen zugehört haben. Das heißt, da steckt schon ganz schön viel organisatorischer Aufwand dahinter. Und jetzt wollen wir heute Abend nochmal weitermachen und eben mit unseren vier Gästen auch nochmal zuhören. Und darauf freue ich mich sehr. Wenn ihr gleich Fragen habt an unsere Gäste, dann könnt ihr die in dem Chat stellen. Es gab auch vorher bereits die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber wenn ihr die nicht genutzt habt und euch heute Abend spontan Fragen kommen, dann stellt die gerne. Der Hinweis an unsere grünen Mitglieder auch schon mal. Es gibt sicher auch vieles, was man grün intern nochmal besprechen möchte oder viele Fragen auch an unsere grünen VerantwortungsträgerInnen aus dem Senat, aus der Fraktion oder auch an Werner und mich. All das können wir parteiintern, insbesondere auf unserem Kongress im September auch nochmal besprechen. Heute ist der Tag, wo wir der Stadtgesellschaft zuhören. Insofern wundert euch nicht, wenn wir uns hier nicht in grünen Debatten verlieren am Ende, sondern tatsächlich auch mal offen nach draußen fragen. Das ist das Ziel der Veranstaltung heute und darauf freue ich mich sehr. Und bevor ich gleich an Werner übergebe, noch ein technischer Hinweis. Ihr seht es vielleicht, dass ich ständig hin und her gucke. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwie keine Lust habe, euch anzugucken, auch wenn ich euch leider nicht sehen kann. Das liegt daran, dass Werner und ich von unserem Team so großartig vorbereitet wurden, dass wir mehrere Bildschirme nutzen müssen, um die vielen Regieanweisungen, die wir bekommen, irgendwie verarbeiten zu können. Wenn wir also irgendwie mal kurz weggucken, liegt das nicht an Desinteresse oder so, sondern an den verschiedenen Bildschirmen. Wundert euch darüber nicht. Ich glaube, das war es zumindest an organisatorischen Hinweisen und dann würde ich jetzt noch an Werner übergeben. Ja, ich habe euch die Ehre, euch heute noch kurz inhaltlich zu begrüßen. Wir freuen uns tierisch, dass dieser Tag jetzt schon so produktiv läuft und so wahnsinnig viel Input hat. Wir haben in 11 Facharbeitsgruppen oder 11 Workshops uns heute schon mit der Frage beschäftigt, wie sieht das Berlin der Zukunft aus, weil die Zukunft ruft ja nach uns und wir wollen die Antworten drauf geben. Wir sind zurzeit in einer sehr enormen Ausnahmesituation, die geprägt ist von Corona. Wie kommen wir da raus? Wie gehen wir damit um? Wie können wir auch jetzt Arbeitsplätze nochmal bestätigen oder nicht verloren gehen lassen? Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir uns nicht über die Zeit danach Gedanken machen müssen, aber auch über die Zeit, wie nutzen wir das jetzt mit dem Konjunkturprogramm, mit den Geldern, die wir investieren. Denn wir wollen nicht einfach wieder zurück zu dem alten Normal. Wir wollen eine andere Gesellschaft schaffen, und weil die ist bitter nötig. Wir haben uns immer gesagt, wir müssen die Klimakatastrophe ernst nehmen und dagegen arbeiten. Wir haben gesagt, wir wollen die Schere zwischen Arm und Reich weiter schließen, dass sie nicht weiter aufgeht. Wir wollen die Mietenkrise, die es in Berlin gibt, weiter angehen. Es gibt so vieles, ja, wo wir einfach noch weiter ran müssen. Und ich freue mich da auch sehr, dass die Themen jetzt auch wieder hochkommen, dass wir wieder Zeit haben, uns auch mit den inhaltlichen Themen zu beschäftigen. Als ich bei der Unteilbar-Demo war, wie wir wirklich kilometerweise demonstriert haben für eine offene Gesellschaft, als jetzt die Black Lives Matter-Demo war, ich muss für mich gestehen, ich habe mich dann nicht mehr hingetraut, weil für mich der Abstand nicht mehr groß genug war. Aber es war für mich beeindruckend, wie viele Leute da waren und wie dort demonstriert wurde für eine offene, teilhabende Gesellschaft. Und wir müssen aus Berlin heraus auch immer mehr auch wieder tun. Ich glaube, wir haben die ersten Schritte gemacht. Gerade wird das Landesantidiskriminierungsgesetz ja sehr stark diskutiert, wo wir als erstes Bundesland einmal gesagt haben, wir bauen in uns rein, dass wir uns auch die eigenen Verwaltungen angucken und auch Diskriminierung dort ins Augenschein nehmen. Aber das kann noch nicht genug sein. Da müssen wir auch in vielen Punkten weitergehen. Ich glaube, eine rot-rot-grüne Regierung oder ein linkes Projekt und gerade auch mit grüner Beteiligung gibt die Chance, so einen progressiven Vorreiter zu sein. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Ja, wir haben in drei Gesetzen beispielsweise
Geschichtsgeschichte geschrieben mit dem Mobilitätsgesetz, was es so noch nicht gab, mit dem Mietendeckel, das es so noch nicht gab, mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz, das es so noch nicht gab. Aber das ist eben auch der erste Anfang. Auch bei der Verkehrswende, wir haben gerade erst einmal begonnen. Die Pop-up-Fahrräder sind da ein bestes Beispiel. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Wir waren da in den Planungen dran, weil wir diesen Umbau wollen. Aber das ist erst ein ganz kleiner Teil. Und wie es in Zukunft weitergehen soll, das wollen wir jetzt mit unseren Diskutantinnen besprechen, aber das wollen wir auch mit euch besprechen. Und deshalb wollen wir am Anfang mal erstmal hier eine kleine Umfrage machen, die euch jetzt dann gleich eingeblendet wird. Gleich zur Vorwarnung oder, also nicht Vorwarnung, aber zur Information. Wir können da immer nur 5 Antworten stellen und weil wir von euch gerne wissen möchten, was für euch persönlich eine lebenswerte Stadt ausmacht und das für uns unmöglich war, das in 5 Antworten zusammenfassen, kommen jetzt 2 Umfragen hintereinander. Stimmt mal ab, ihr könnt dann quasi in jeder Umfrage einmal eine Abstimmung geben. Also wir möchten euch wissen, was für euch persönlich eine Stadt oder Berlin lebenswerter machen würde. In der ersten Runde habt ihr die Antworten wie mehr Platz für Rad und Fuß auf den Straßen, bessere ÖPNV, mehr Grünflächen, sauberes Wasser, mehr bezahlbaren Wohnraum in der ganzen Stadt, bessere Schulen und Sozialeinrichtungen, mehr Kitas oder bessere Infrastruktur und Wohnmöglichkeiten. Sehe schon, hier wird fleißig abgestimmt und über 50% haben schon teilgenommen. Wir warten noch kurz, ob die Umfragen noch weiter nach oben gehen. Sehr gut, dann würde ich jetzt mal diese Umfrage schließen. Wir können ja mal kurz das Ergebnis erstmal einblenden für die erste Runde. Da sehen wir, 40% will eine Verkehrswende, das ist gut. Auch die Mietenpolitik ist sehr weit vorne. Und die Grünflächen mit 13%, bessere Schulen 15% und bessere Infrastruktur. Aber es ist ja auch nicht ausschließend. Wir würden jetzt noch mal kurz die zweite Runde machen, weil wir haben ja gesagt, wir haben mehrere Möglichkeiten hier. Und die zweite Runde nochmal mit der lebenswerten Stadt. Genau, was würde für dich das persönlich lebenswert machen? Jederzeit überall frei und sicher sich bewegen können, schnell einen Termin am Bürgeramt zu bekommen, eine Stadt ohne Rassismus und Diskriminierung, mehr Clubs oder kulturelle Angebote und dauerhaft 2 Flugplätze in Berlin. Okay. Und da sehen wir auch, hier geht schon mal, also sehr überraschend haben die Flugplätze sehr wenig Prozente bekommen. Das ist, das freut uns jetzt sehr. Wir haben, ja, aber wir, das hatten wir jetzt auch schon fast vermutet. Antirassismus und Antidiskriminierung hier sehr stark, wie ich das sehe. Und auch, aber auch die Frage nach Sicherheit im öffentlichen Leben. Sehr schön, das freut mich. Erstmal danke für euren Input. Wir werden das später gleich nochmal mit aufgreifen. Und jetzt stellen wir kurz unsere Referentinnen vor. Ich freue mich wirklich extrem, dass wir heute hier in dieser Runde Naika Forutan begrüßen dürfen. Hallo Naika. Vielleicht schaltet sie schon mal mit dazu. Naika ist Sozialwissenschaftlerin, hat an der Uni Göttingen promoviert. Und ist jetzt, wir sind sehr glücklich, sie an der HU nach Berlin gelockt zu haben, wurde auch schon öfters ausgezeichnet, hat zum Beispiel 2011 den Integrationspreis von Berlin gewonnen und leitet die Forschungsgruppe Junge islambezogene Themen in Deutschland an der HU und auch das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und ist seit 2018 auch die Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Also sehr, sehr viele Titel, aber vor allem sehr sprach- und schlagfertig, wie wir in vielen Punkten schon mal festgestellt haben, und eine große Vorkämpferin und wichtige Akteurin hier in Deutschland und Berlin für eine offene Gesellschaft. Hallo Naika. Ja, auch von mir, hallo Naika, und ich möchte euch dann auch direkt unseren zweiten Gast vorstellen, und zwar Uwe Schneidewind.
Uwe ist eigentlich studierter Betriebswirtschaftler, hat Betriebswirtschaftslehre in Köln studiert, ging nach der Uni in die Unternehmensberatung, um an einer Beratungsgruppe für Nachhaltigkeitsmanagement mitzuarbeiten. Also Unternehmensberatung ist nicht immer McKinsey, sondern kann auch Nachhaltigkeit machen. Und er hat dann promoviert am Institut für Wirtschaft und Umwelt in der Schweiz in St. Gallen, hatte dann eine Professur an der Uni Oldenburg, bevor er Universitätspräsident wurde. Und dann hat er auch die Leitung des Wuppertaler Instituts übernommen. Wer das nicht kennt, das Wuppertaler Institut ist eine Forschungseinrichtung, die sich lokal, national, aber auch international mit Ressourcen-, Klima- und Energieherausforderungen befasst. Und was mich sehr freut, Uwe ist aktuell OB, also Oberbürgermeisterkandidat in Wuppertal. Die Wahl ist im September 20, also im September diesen Jahres. Und wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg, lieber Uwe. Schön, dass du heute Abend bei uns bist. Dann freue ich mich sehr, dass wir Matthias Hammann in unserer Runde begrüßen dürfen. Matthias ist Mitarbeiter in der Berliner Stadtmission und kümmert sich dort vor allem um die Obdachlosen und Geflüchteten hier in der Stadt. Auch er hat schon Preise gewonnen, nämlich den Integrationspreis von Mitte 2015 und den Europapreis des Landes Berlin 2016. Und aktuell ist er auch mit Dieter Puhl in der Stabsebene von christliche und gesellschaftliche Verantwortung, indem er sehr viele Konzepte schreibt und Verbesserungen für die Lebensumstände erarbeitet, gerade für Menschen mit Obdachlosigkeit oder für Geflüchtete. Er ist auch selbstständiger Kommunikationstrainer und hat uns davor schon kurz mal Tipps gegeben, wie man besser schreiben kann, weil unsere Schrift nicht so hübsch war wie seine. Das hat uns auch schon, da sind wir noch sehr gespannt und ist auch ansonsten noch hier in Berlin sehr viel ehrenamtlich in diesen Bereichen aktiv. Mentor Me zum Beispiel, Rock Your Life oder Startup for Your Future, da ist er überall mit dabei, also eine starke Kraft der Berliner Stadtgesellschaft. Herzlich willkommen, Matthias. Und dann last but certainly not least möchte ich euch noch Helena Marschall vorstellen, die jüngste in der Runde, die herzlichen Glückwunsch im März diesen Jahres Abitur gemacht hat. Und zwar in der wunderbaren Stadt Frankfurt. Das kann ich persönlich als Hessin nur sehr begrüßen. Ist seit Ende 2018 eine der führenden Fridays for Future Aktivistinnen, hat viel Kampagnenarbeit gemacht, auch weltweit auch mit anderen Klimaaktivistinnen zusammengearbeitet, ist also da sehr gut vernetzt und hat unter anderem den Sommerkongress von Fridays for Future auch mitorganisiert in Dortmund. Und im Februar hat Helena eine Brandrede bei der Hauptversammlung von Siemens gehalten. Vielleicht kennt daher der ein oder andere sie, weil das ist wirklich viel durch die Medien gegangen und hat dort den Vorstand knallhart zur Rede gestellt, was mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Und deswegen freue ich mich sehr, Helena, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Ja, das ist unser Podium für heute. Sehr, sehr spannend. Ihr könnt, wie gesagt, die Fragen stellen. Wir versuchen, die dann noch mit reinzusortieren und ihnen dann auch weiterzuleiten. Aber würden jetzt gerne erstmal mit Inputs von euch Vieren anfangen. Und da würde ich als allererstes mal Naika bitten, einen kurzen Input zu halten. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich auch Teil dieses spannenden Prozesses jetzt sein kann. Ihr habt uns ja gesagt, wir sollen alle nicht länger als 3 Minuten sprechen und dabei so ein bisschen reingeben, was wir uns vorstellen würden von einer progressiven Stadtpolitik und wo wir hier die Rolle der Grünen sehen würden. Und ich würde mal anfangen mit einer kurzen Hintergrund und einer Problemdefinition. Und ihr habt mir ja das Thema offene Stadtgesellschaft gegeben. Und ich habe mir so ein bisschen die Zahlen angesehen und versucht, das mal umzurechnen auf die Bevölkerungsstrukturen. Und wenn wir sagen, Berlin selbst als Stadt hat ungefähr 3,7 Millionen Einwohner, dann wissen wir auch, dass mehr als ein Drittel, 35% dieser Stadt einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und die Frage, die sich die ganze Zeit stellt und die jetzt im Moment besonders stark nochmal auch von Black Lives Matter nach vorne geschoben wird, ist die Frage der Repräsentation. Werden eigentlich Bürgerinnen und Bürger
die Migrationshintergrund haben, zu vulnerablen Gruppen gehören, als schwarze Deutsche gelten oder als andere Deutsche bezeichnet werden, in unterschiedlichen Konnotationen, werden die eigentlich angemessen in der Stadtgesellschaft repräsentiert? Die Stadt hat für sich selbst ein Image als pluralitätsoffene Stadt. Wir haben eben in der kurzen Befragung gesehen, dass offensichtlich für 60% der Teilnehmenden hier an dem Webinar die Frage Antidiskriminierung und Antirassismus sehr wichtig ist. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die AfD hier bei den letzten Abgeordnetenwahlen durchaus nicht wenige Stimmen holen konnte, 14%. Dass es also durchaus auch ein Potenzial gibt. Die AfD hat, wenn man so möchte, ungefähr den gleichen Stimmenanteil wie die Grünen. Also insofern können wir nicht einfach so die Grünen Pass pro Toto als Signum dieser Stadt sehen. Wir haben zu gleichen Teilen auch Menschen, die das aktiv abwehren. Wie gehen wir damit um? Wir wissen, die Stadt selber gehört eher zum unteren Drittel der 16 Bundesländer, was die Reichtumsverteilung angeht. Es ist also eher ein ärmeres Bundesland. Wir haben in Berlin kaum Industrie. Wir haben vor allen Dingen öffentlichen Dienst. Der Kulturbetrieb und die Studierenden sind ein Zeichen dieser Stadt. Aber gleichzeitig haben wir hohe Transferzahlen, hohe Zahlen an Menschen, die von Hartz IV und anderen Transferleistungen abhängig sind. Da kommt Berlin direkt hinter Bremen. Das ist also etwas, was wir wissen müssen, dass diese Stadt im Grunde genommen in vielen Momenten eine gespaltene Stadt bleibt. Sie hat hohe Ungleichheitsquoten. Wir haben eine hohe Ungleichheitsverteilung, was die Schulen dieser Stadt angeht. Und wir haben Mietpreise, die stetig steigen. Das heißt, die Ungleichheit, mit der die Stadt konfrontiert ist, wächst. Gleichzeitig hat schon die Landesregierung politische Maßnahmen eingeleitet, diverse Landesregierungen. Wir haben 2010 schon ein Landespartizipationsgesetz bekommen, um die Repräsentation ein bisschen zu verstärken. Das Gesetz wurde gerade evaluiert. Es wurde und wird aktiv über die Mietpreisbremse weiterhin diskutiert. Eben habt ihr schon erwähnt, das LADG, das quasi erste seiner Art als explizites Antidiskriminierungsgesetz, was auch soziale Schicht und Lage mit reingeholt hat in die Ungleichheitsmechanismen. Das ist beim Bundesantidiskriminierungsgesetz nicht so, also beim GG-Gleichstellungsgesetz. Wir wissen auch, dass die Zahl sehr viel investiert, um Ehrenamt zu stärken. Also es geschieht schon etwas politisch. Trotzdem ist die Frage, wo soll das hingehen und was können die Grünen vielleicht hier noch als Zeichen setzen? Oder wo kann man sagen, sind sie einfach zu wenig präsent? Ich würde sagen, die Grünen fallen nicht auf in konkreten Fragen zu Migration, auch wenn die Grünen-Mitgliederinnen für sich wahrscheinlich sehr stark sagen würden, haben wir eben gehört, Antirassismus, Antidiskriminierung ist eines der Kernthemen und gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Frage gerechte Schulen und bessere Schulen haben auch hier im Chat nur 15% als besonders wichtig gegeben. So wird das nichts. Man kann nicht große Werte nach vorne schieben und wenn es dann um Strukturbelange geht, sagen, das können die Linken oder die SPD oder wer auch immer machen. Also da merkt man, dass das ein großer Kern, vielleicht Fehler der Grünen ist, sehr viel in diesen postmaterialistischen Diskursen zu bleiben und bei den Strukturfragen nicht nachhaltig genug sichtbar zu sein. Die Grünen sind auch nicht präsent im Ostthema, Ostpolitik, Ostidentität oder mangelnde Anerkennung. Das heißt, genau das sind die zwei Punkte, wo die Stadt gespalten ist. Da finde ich, könnten die Grünen deutlich mehr Gesicht zeigen. Wenn wir uns die Zahlen ziehen für die potenziellen Wähler mit Migrationshintergrund, so sind das über 10%. Diese Wählergruppe, die spricht die Grüne Partei kaum an. Auch kann man in den Gremien der Grünen trotz großem Bekenntnis zu Vielfalt und Offenheit kaum Menschen sehen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Die Themen Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Wohnen werden, wie ich eben schon gesagt habe, eher mit den anderen beiden Parteien, SPD und Linken, verbunden. Das ist auch okay, wenn man sich das aufteilt. Und bei den Grünen bleibt immer im Kopf vor allen Dingen Klima hängen. Aber ich habe den Eindruck, dass im Grunde genommen, wenn man sich die potenzielle Wählerschaft anguckt, deutlich stärker mit dem Thema offene Gesellschaft Politik gemacht werden könnte, wenn man auch damit mehr als nur Symbolpolitik meinen würde.
Das wäre also insofern mein Input. Es gibt bestimmte Punkte, über die man nachdenken kann, wenn man offensiv werden möchte. Da haben auch andere Städte schon eine Vorreiterrolle gespielt. Es gibt die Charta von Palermo. Die Charta von Palermo, die das Recht auf Freizügigkeit festsetzt und als Menschenrecht diskutiert. Wir können gerne nachher darüber sprechen, ob das etwas wäre, woran sich die Grünen Berlin auch orientieren könnten. Und es gibt auch verschiedene Städte, zum Beispiel Barcelona oder Städte in England oder in den USA, die sich selbst als Sanctuary Cities deklariert haben und sich ganz aktiv gegen Abschiebungen und für die Integration von irregulären Migrantinnen und Migranten in der Stadt organisieren. Ich glaube, auch das könnte ein Thema für die Stadtgesellschaft in Berlin sein. Und ich finde, das würde zu den Grünen passen. So viel erstmal mein Input. Ja, vielen Dank, Naika. Das war wirklich, glaube ich, für uns sehr spannend zu hören, auch wenn es eine Herausforderung war. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Nun würde ich mich aber sehr freuen, wenn Uwe als Nächster auch einen Input geben würde. Bitte, Uwe. So, jetzt darf ich auch reden. Ja, ihr habt also auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen. Freue mich sehr, dabei zu sein. Man merkt, ihr habt es euch wahrlich nicht einfach gemacht, ne? Also von Naika kamen da jetzt ja auch sehr klare Ansagen, dass sozusagen das linke Projekt an einigen Ecken auch Richtung links kränkelt. Jetzt habt ihr jemanden, Nina hat das ja gar nicht erwähnt, ich komme aus Wuppertal, auch arm, aber sexy, sozusagen so ein bisschen in vielen Dingen Berlin im Maßstab 1 zu 10. Wir haben also rund 360.000 Einwohner hier, eine Stadt im Strukturwandel, extrem bunte, gemischte Stadtgesellschaft und auch eine Reihe auch an ökonomischen Herausforderungen. Und ich trete dort eben als grün-schwarzer Kandidat an, also als ein Grüner, der von der CDU unterstützt wird. Und mein Impuls geht so ein Stück in die Richtung der Frage, und das knüpft ein bisschen in gewisser Weise an Naika an. Was braucht es eigentlich, um diese progressiven Politik und Impulse, die jetzt gesetzt wurden, auch in den letzten Jahren, um die auch künftig noch stärker in die Gesellschaft hineinzutragen und zu verankern? Weil wir die große Herausforderung haben, dass wir eben insbesondere in den Schlüsselmetropolen nicht in die Logik gesellschaftlicher Spaltung kommen, wie wir sie in anderen Ländern, in den USA ganz extrem, aber eben ja teilweise dann auch in unseren Städten schon vorfinden. Und Naika hat dafür auch ja nochmal sensibilisiert. Und deswegen ist es, glaube ich, von hoher Bedeutung, diese Verbindungen zu stärken in unterschiedlichen Themenfeldern. Und ich meine, das habt ihr heute auch von der Anlage her schon klasse gemacht, ne? Also diese 11 Foren, diese ganzen unterschiedlichen Themen in der Bandbreite zu sehen. Und jetzt ist es eben wirklich spannend, an den Brücken auch künftig zu arbeiten, also Wirtschaft und Umwelt klug zusammenzudenken, urbane Qualität und eine neue Mobilität. Auch solche Themen wie Kultur und Sport nochmal ganz anders und neu mit Stadtentwicklung zusammenzudenken. Unternehmerisches Engagement und Gemeinwohl, also all diese Synthesen, die ihm dann helfen, Brücken breiter in die Gesellschaft zu bauen, aber auch im Thema Alt und Jung. So wie Naika das auffiel bei der Frage Bildungspolitik, fand ich das extrem interessant. Sozusagen besseres Wohnen für Ältere waren 5%. Ne? Also man spürt, wie auch der Alt-Jung-Gegensatz dann doch noch sehr stark da ist und es, glaube ich, extrem wichtig ist. Und die Corona-Kulisse bietet da ja auch eine Steilvorlage, dieses über die Generationen hinweg voranzutreiben. Ich habe zurzeit in Wuppertal einen totalen Spaß zu gucken, was sind Veranstaltungsformate, wo grüne Jugend mit Senioren-Union zusammenkommt. Und das ist echt Wahnsinn, was da aufbricht, wenn man sozusagen jeweils man sich bei bestimmten Themen auf so einer menschlichen Ebene auch begegnet, weil da plötzlich Personen aus Blasen herauskommen, aus denen sie sich bisher nie rausbewegt haben. Und zu sehen, jetzt auch in der Berliner Konstellation, wie kann man von Grün aus auch solche Brücken bauen? Und das ist natürlich jetzt in eurer Ausgangssituation herausfordernder. Aber ich glaube, es lohnt, daran zu arbeiten und dafür vielleicht drei sozusagen kurze Impulse und Grundrichtungen, wie man das angehen kann.
Ich glaube, einmal ist es wichtig, so integrative Leitideen zu haben, also Überschriften, und die man dir das packen kann. Wir haben jetzt gerade von den Grünen in NRW so ein Post-Corona-Papier aus einem Expertenrat generiert unter dem Stichwort Teilhabe. Also Teilhabe ist so ein Begriff, der geht von der ökonomischen Teilhabe über eine politisch-demokratische Teilhabe bis hin an das gesellschaftliche Teilhaben. Also das ist ein Dachbegriff, wo ich dann plötzlich Perspektiven aufzeige. Ein ähnliches Potenzial haben diese erweiterten Wohlstandsdimensionen und Begriffe. Also auch deutlich zu machen, Wohlstand hat immer auch einen ökonomischen Kern, aber ist im urbanen Raum so viel mehr. Die OECD und viele andere haben da sehr etablierte, auch längst in den anderen Milieus akzeptierte Rahmen entwickelt, die man durchaus dann zu einer Perspektive einer Stadtpolitik machen kann. Das Zweite, und ich meine, da ist Berlin zurzeit in vielerlei Hinsicht der Vorreiter, sind Experimentierorte zu schaffen. Also diese neuen Synthesen, die ja auch Annäherungsräume brauchen, die erlebbar zu machen. Ne? Ich meine, ihr habt mit dem, was ihr mit dem Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht habt, jetzt auch Pop-up-Lanes und anderen und vielen anderen, ist Berlin ja schon ein Ort, der sich für Experimentieren anbietet und dort auch für die anderen Themenbereiche einfach zu sehen, wo ist Lust zum Experimentieren institutionell, aber auch auf Zeit, um dieses neue Berlin 2050 auch schon in den Jahren 22, 23, 24 spürbar werden zu lassen. Und das Dritte schließlich, neue Allianzen. Also aus diesen klassischen Allianzen mal rauszugehen und zu sehen, jetzt nicht nur zwischen Wirtschaft und Politik, sondern der Kultur, aber eben auch der Sportsektor, die Kirchen. Ich finde das toll, dass Matthias Hamann auch mit dabei ist, gerade über den Kirchentag mit Joachim Lenz immer ganz viel zu tun hatte, die Stadtmission als ein Schlüsselakteur, aber natürlich auch die anderen Religionsgemeinschaften, die Zivilgesellschaft. Das neue Mobilitätsgesetz wäre ohne Radverkehrsentscheid und so ein ganz anderes zivilgesellschaftliches Engagement nicht möglich gewesen. Und durchaus auch die Wissenschaft und gerade die Vorreiterinstitutionen. Und auch da hat ja Grün tolle Akzente gesetzt, gerade mit dem, ich glaube, jetzt in den letzten Tagen verkündeten Forschungsverbund Wissenwandel Berlin, wo ja die ökologischen Vorreiterinstitute jetzt ein eigenes Unterstützungsprogramm haben, ne? Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Ecologic, ICT und andere. Und es sind ja Anja Schillerneck und die Eva-Maria Ponske gewesen, die jetzt diese Form von neue Zukünfte denken und nicht nur im theoretischen Raum, sondern mit Praxis verbinden, voranbringt. Und da habt ihr eben auch gewaltige Ressourcen in Berlin, die man dann für solche neuen Brückenbauten verwenden kann. Also das vielleicht so als Perspektive, wie kommen wir noch stärker und wie kommt man noch stärker auch in die Mitte der Stadtgesellschaft und leistet einen aktiven Beitrag zur Integration und nicht zum Auseinanderfallen. Super, vielen Dank, Uwe. Und bevor ich jetzt gleich Helena das Wort gebe, möchte ich einmal darauf hinweisen, ihr könnt ja auch als ZuhörerInnen und ZuschauerInnen Fragen stellen. Und bei Grünen ist es so üblich, dass wir gerne quotiert auch die Leute dann zu Wort oder die Fragen vorlesen und quasi zu Wort kommen lassen. Und wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn auch noch die ein oder andere Frau eine Frage stellen würde. Also tut euch keinen Zwang an, fragt im Chat gerne alle spannenden Fragen, die euch einfallen. Und jetzt würde ich aber erstmal Helena das Wort geben für ihren Input. So, jetzt sollte man mich auch hören können. Perfekt. Auch nochmal vielen Dank, dass ich heute an der Runde. Hört man mich? Ja? Okay. Vielleicht irgendwie gerade nicht so. Okay, perfekt. Also, ich denke, wenn ich an die zukunftsfähige Stadt oder lebensfähige, lebenswerte Stadt denke, dann als allererstes denke ich an eine emissionsarme Stadt, also eine Stadt, die irgendwie den Ansprüchen der Zeit und dass es eben gegen die Klimakrise vorzugehen gerecht wird. Und da ist natürlich in Fällen, also nicht nur auf Berlin, aber auf Städte weltweit nochmal eine besondere Verantwortung, eben weil so ein Riesenteil der Bevölkerung in Städten lebt und weil das ein Riesenballungsgebiet ist für erstmal für Menschen, aber auch für die Wirtschaftsaktivitäten, die irgendwie zur Klimakrise beitragen.
Und weil die Auswirkungen der Klimakrise auch in Städten nochmal ganz anders zu spüren sein werden. Also das sehen wir jetzt schon teilweise mit der enormen Hitze im Sommer und irgendwie Hitzestress und so weiter. Aber das wird auch in Zukunft noch stärker sein, wenn es um Naturkatastrophen geht oder andere Starkwetterereignisse und so weiter. Und noch dazu ist natürlich auch, wenn wir uns Verkehr und Energieproduktion, also zwei Riesensektoren, anschauen, dass da fällt nochmal ein riesiger Verbrauch natürlich auch auf Städte und so weiter. Und ich denke, wenn man irgendwie an Emissionen andenkt, ist das erstmal irgendwie so ein ganz fremdes Konzept. Also das hat ja eigentlich wenig zu tun mit allem anderen. Aber das Gute ist eigentlich, dass in ganz vielen Fällen, wo es darum geht, Emissionen zu reduzieren, hat das auch ganz viel direkt damit zu tun, wie können wir Städte irgendwie inklusiver machen, wie können wir Städte so machen, dass sich irgendwie mehr Leute darin wohlfühlen. Also wenn wir zum Beispiel Verkehr anschauen, wenn wir Verkehr reduzieren, wenn wir irgendwie öffentlichen Nahverkehr, aber auch Fahrrad fahren und laufen und sowas, wenn wir zugänglicher machen und wenn wir Raum in der Stadt zurückgewinnen, dann ist das nicht nur quasi gut für die Emissionsbilanz, sondern auch gut für Menschen, die in so einer Stadt leben und die dadurch irgendwie mehr Raum für sich genug zurückgewinnen können, wenn wir über sowas reden wie Stadtbegrünung oder wie die zentralisierte Energieproduktion durch irgendwie Solarzellen und so weiter. Das sind alles Aspekte. Wenn ich einfach mir das vor Augen führe oder wenn man Aufnahmen aus anderen Städten sieht, wo irgendwie eine autofreie Innenstadt und so weiter herrscht, das sind alles Sachen, die irgendwie gleichzeitig extrem schön sind für die Menschen, die da leben. Und ich denke, das sind Transformationen, die sind nicht nur notwendig, sondern die sind am Ende auch schön. Danke, Helena. Und jetzt zum grünen Abschluss der Inputs bitten wir noch Matthias, uns seinen Blick auf die Wunsch Berlin der Zukunft zu richten. Oh. Eben hat es noch funktioniert, jetzt nicht mehr. Dann müssen wir jetzt kurz mal die Brücke schlagen, bis es wieder geht. Und ich würde schon mal mit einer ersten Frage anfangen, weil ich fand das jetzt ganz interessant, dass Helena auch gesagt hat, eine Emissionsarmut. Jetzt darf ich. Okay, ja. Alles klar. Wunderbar. Auch hier wie bei Helena die kurze Frage, hört man mich gut? Gut, Dankeschön, wunderbar. Ich finde, Helena hat gerade total gute Vorlage gegeben, indem sie nämlich total knapp geredet hat. Ich habe deswegen was ich mir gedacht habe, nochmal ganz kurz zusammengestrichen, weil das so vorbildlich war. Ich fasse es mal zusammen so unter Liebe Grüne, bleibt fresh. Das heißt, kümmert euch um tatsächlich um Alte, um Schwache, verfallt nicht in die eigenen Klischees und bleibt fresh. Das will ich ganz kurz erklären. Und zwar, was ich erlebe in der sozialen Arbeit, ich habe mit Obdachlosen zu tun, mit stadteinsamen, stadtarmen Menschen, quer durch alle Altersgruppen, aber auch mit Geflüchteten, sehe ich die Herausforderungen tatsächlich in den 10 Jahren, die ich da tätig bin, sehr stark wachsen. Sei es in der Zusammensetzung der Herkunft, wo Leute herkommen, aber auch die Art und Weise, welche das sind. Beispiel, wir erleben immer mehr ältere Menschen, die vor unseren Unterkünften stehen und sagen, heute Morgen hatte ich noch eine Wohnung, jetzt nicht mehr. Und das sind vor allen Dingen ältere Leute, die ganz stark nicht nur mit Altersarmut, sondern auch mit Alterseinsamkeit und mit ganz viel mit Scham zu tun haben. Also Obdachlosigkeit zum Beispiel fängt ungefähr 7 bis 8 Jahre vorher an. Da sind irgendwann zwischendurch ganz viele Briefe und Rechnungen, die nicht geöffnet sind. Und das ist gerade für ältere Leute mit ganz viel Scham behaftet, die zum Beispiel sich das teilweise nicht eingestehen wollen oder was auch mit Scham behaftet ist, zum Amt zu gehen, um da Hilfe zu fragen. Das heißt, da braucht es neue und vor allen Dingen ganz empathische Konzepte, vielleicht auch für Leute, die einen nicht unbedingt wählen, vielleicht auch für Leute, deren Mentalität man nicht teilt, aber die nichtsdestotrotz Teil dieser großen, wunderbaren Stadt eben auch sind. Dann als nächstes, ihr habt das Wirtschafts-, die Senatsverwaltung für Wirtschaft. Seid da auch, bleibt da offen und frisch für neue Ideen und Konzepte, vielleicht auch, wo man gar nicht so stark denkt. Beispiel aus meiner Erfahrung, ich habe 2 Frauen dabei unterstützt als Mentor, die aus Syrien waren und ein eigenes Catering-Unternehmen gegründet hat. Das Förderprogramm
kam leider nicht aus Berlin, es kam vom Bund und ist Anfang diesen Jahres eingestellt worden. Nike wird bestätigen, dass Leute, die migrieren, weit häufiger Firmen und Unternehmen gründen, aus ganz, ganz vielen Gründen, als Leuten, die schon in der Gesellschaft sind, wo sie halt hinmigrieren. Und ich muss sagen, ich habe selten Menschen erlebt, wie die beiden Frauen Mitte 40, die vor 3, 4 Jahren nach Deutschland gekommen sind und mit unheimlich viel Schwung ein Unternehmen gegründet haben. Also ich habe schon Respekt vom deutschen Steuerrecht. Ich würde sagen, die hatten noch mehr und noch mehr Power, sich damit auseinanderzusetzen. Und da auch tatsächlich nicht in die Klischees zu verfallen, ich bin mal ein bisschen platt, Wirtschaft ist blöd. Nein, ganz viele Leute nutzen eigenes Unternehmertum dazu, sich auch tatsächlich selbst emanzipieren. Und wenn man so in die Geschichte der Grünen reinguckt, dann ist doch grüne Politik ganz stark darauf ausgerichtet, sich selbst zu empowern und sich selbst zu ermächtigen. Also da auch bleibt fresh. Und als nächstes und als letztes, nicht in eigene Klischees verfallen und auch mal so unangenehme Dinge halt angehen. Das heute Morgen schon erzählt und ich hoffe, das wird mir jetzt nicht schlecht ausgelegt. In der geflüchteten Arbeit habe ich ganz viel erlebt, dass da sehr engagierte Politikerinnen und Politiker zu mir kamen und sich ganz stark immer um Frauen gekümmert haben, was ich ganz, ganz wunderbar finde. Denn vor 20, 30, 40 Jahren wäre das nicht gewesen. Und das ist ein unheimlich wichtiger Bereich. Und wir haben das in ganz vielen Bereichen erlebt, dass es da tatsächlich noch Ressourcen gibt in der Obdachlosenhilfe, wo Frauen nochmal eine ganz andere Förderung brauchen, ganz oft in missbräuchlichen Beziehungen sind. Aber anstatt in ein Entweder-Oder zu fallen, ist mein Wunsch an euch, bleibt fresh und denkt in sowohl als auch. Das heißt, verfallt nicht in die Klischees, dass so bestimmte quasi zum Beispiel Männer irgendwie das nicht verdient hätten. Nee, ganz im Gegenteil, die müssen wir auch mitnehmen. Um quasi da ein Beispiel zu bringen, als meine Notunterkünfte, für die ich zuständig war, als sie irgendwann geschlossen wurden und Gott sei Dank wurden sie geschlossen, denn es war nicht gut, dass sie offen waren, obwohl wir all unser Herzblut reingegeben haben, um da drin zu arbeiten, mit ganz, ganz viel Unterstützung aus der Kommunalpolitik und von ganz vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Da ist Folgendes passiert, da sind geflüchtete Menschen in andere Bezirke, in bessere Unterkünfte verlegt worden und man hat sich immer ganz stark auf die Familien fokussiert, die eben vor Ort sind, ne? Weil Kita-Platz, Schulplatz etc. Aber wisst ihr, wenn man dadurch immer die meiste Last aufgebürdet hat, immer irgendwelchen alleinreisenden Männern, immer so mit dem Impetus, die schaffen das schon, die schaffen das schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, aber da erwartet man das einfach. Und da gibt es ganz viele Initiativen schon in dieser ganz wunderbaren Stadt, die sich genau darum kümmern, anstatt einzelne Gruppen, die vielleicht einem von der Mentalität her nicht so passen, so außen vor zu halten, sie eher noch versuchen mitzunehmen, auch wenn manchmal das Tragische ist, dass die vielleicht einen nicht unbedingt wählen oder für einen sind, kann man trotzdem für sie Politik machen. Und ich glaube, das wäre was Freshes. Ja, vielen, vielen Dank für eure Inputs. Ich würde jetzt mal anfangen, weil hier auch schon einige Rückfragen an Nike gekommen sind, da mal einzusteigen. Und Matthias ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Aber ich würde jetzt mal mehrere Fragen ausstellen und euch dann einfach bitten, gesammelt zu antworten, weil ich glaube, wenn wir jede Frage einzeln stellen, dann wird das so ein Ping-Pong und das wird etwas schwierig. Deswegen fangen wir an mit der Frage von Phyllis an Nike. Und zwar möchte Phyllis wissen, was du von einer POC-Quote halten würdest, gerade auch für Parteien, für Ämter und Wahllisten. Und wie könnten wir diese realisieren, insbesondere auch basierend auf wissenschaftlich erhobenen Daten? Also gerade POC-Quote ist ja immer eine Frage, wie kann man das aufgrund von wissenschaftlich erhobenen Daten dann wirklich korrekt realisieren? Und dann haben wir von Klaus die Frage, wie können die Grünen im Osten stärker werden und dort die Zustimmung zur AfD senken? Auch für mich finde ich eine sehr spannende Frage. Außerdem soll das Neutralitätsgesetz eigentlich abgeschafft werden? Ist das gut? Ist das schlecht? Wollen wir das weiter? Sollte man es reformieren oder ganz abschaffen? Vielleicht soweit erstmal und vielleicht ergeben sich daraus auch noch weitere Fragen. Ich würde mich tatsächlich auch nochmal sehr freuen, Nike, wenn du nochmal, und das ist jetzt tatsächlich meine persönliche Frage, weil ich vorhin auch in dem Workshop zu gerechte Chancen war, also wo es um Bildung ging,
noch mal was dazu sagen würdest. Vielleicht kannst du das noch mal weiter ausführen. Wie hast du das gemeint? Man muss Bildung und Integration zusammendenken. Genau meine Erfahrung, gerade auch als Lehrerin sage ich das auch selbstkritisch, denken Lehrerinnen oft viel zu sehr in Schubladen. Kinder werden nicht immer da abgeholt und mit dem gefördert, was sie eigentlich brauchen, weil es einfacher ist, die Schublade aufzumachen, das Kind ist da und das Kind ist da. Und was kann auch LehrerInnen helfen, vielleicht das zu durchbrechen? Weil da habe ich tatsächlich, bin ich oft gescheitert. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Und gerne die anderen auch dann nochmal anknüpfen daran, wenn ihr da noch was habt. Ja, vielen Dank für die vielen spannenden Fragen. Ich habe jetzt für mich drei notiert. Einmal die Frage von Phyllis zur POC-Quote, einmal die zum Neutralitätsgesetz und einmal, Nina, deinen Punkt zur Bildung und Verzahnung von Bildung. Und sehr gerne würde ich auch noch mal zu dem Punkt von Matthias was sagen, weil ich den sehr, sehr, sehr relevant fand, dass in unserer ganzen Vorstellung von Emanzipation natürlich auch immer so eine Befreiungsrhetorik mitschwingt. Und dann konzentriert man sich auf Frauen, auf Kinder, auf ältere Menschen und hat sozusagen gleich so eine gewisse Feindkonstellation oder die es schaffen, sind dann halt die jungen Männer oder wir denken die als Oppressoren, als Unterdrücker, die uns nicht brauchen oder die wir einhegen müssen. Aber ich glaube, gerade Black Lives Matter hat gerade nochmal so deutlich vor Augen geführt, wie stark auch die Bedrohungskonstellation für gerade junge, sichtbar phänotypisch markierte, rassifizierte, was auch immer für Worte wir benutzen wollen, junge Männer. Und während bei Frauen ein ganz bestimmter rassifizierter Diskurs greift, der ganz viel in Richtung, die sind bestimmt unterdrückt von ihren Männern oder die haben sowieso keine Chance zu studieren oder werden auf dem Arbeitsmarkt nicht präsent sein, weil sie sich nachher für die Mutterschaft entscheiden. Ganz viele solche eher in der Form abwertende Diskurse kommen, sind die bei Männern sehr, sehr viel stärker mit einer generalisierten eben Unterstellung von Gewaltbereitschaft. Und wir haben auch schon Studien, wonach wir wissen, dass ich forsche ja viel zu jungen muslimischen Männern, dass die sehr stark auf diese Performance-Anfragen reagieren. Judith Butler hat dazu sehr viel geschrieben, wie man auf sogenannte Anrufungen reagiert, so wie man von der Gesellschaft angerufen wird. Diesen Performationsdruck gibt man auch zurück und spielt das auch ganz gut. Deswegen fand ich den Punkt von dir, Matthias, sehr, sehr relevant, da nochmal anders möglicherweise draufzuschauen. Zu der POC-Quote, ich glaube, dass das hinlänglich bekannt ist und ich habe dazu ja auch schon publiziert, dass ich die Frage der Quoten für sehr relevant halte und zwar nicht nur die POC-Quote, sondern genauso wie ich die Frauenquote für sehr wichtig halte und auch eine Ostquote, eine Quote für Menschen für Behinderung. Generell glaube ich, dass es genügend Hinweise und Beweise dafür gibt, dass wir nicht unten mehr die Zeit haben, länger zu warten, bis sich eine Repräsentation von alleine herstellt oder die Menschen von alleine Platz machen, die schon so lange Gatekeeper sind. Das heißt, ich denke, eine Quotierung ist eine wichtige politische Debatte, selbst wenn man sich am Ende dagegen entscheidet, weil jede Form von Quotierung extrem schwierig ist. Jeder wird kommen und sagen, wer ist denn mit POC gemeint? Wer ist denn mit Ostdeutsch gemeint? Sind Ostdeutsche auch die, die in Westdeutschland leben, nur ein ostdeutsches Elternteil haben? Wie willst du die benennen? Ich kenne das alles. Wir sind ja nicht doof. Die für Quoten einsteigen, haben sich auch diese Gedanken schon alle gemacht. Aber allein die Debatte im öffentlichen Raum führt dazu, die Ungleichheitszahlen noch mal stärker zu diskutieren. Das ist also im Grunde genommen, wenn man so will, eher eine taktische oder strategische Debatte, die, während man selber im Grunde im Hinterkopf haben muss, dass das maximal für eine oder zwei Legislaturperioden denkbar wäre, weil dauerhafte Quotierungen führen auch wieder zu anderen Formen von Ungleichheiten. Aber es ist, wie gesagt, ein guter Raum, diese Ungleichheiten sichtbar zu machen. Auch zum Neutralitätsgesetz. Ich meine, dazu habe ich mich auch schon positioniert. Wir haben dazu auch schon Daten und Zahlen veröffentlicht. Ich war neulich in Neukölln an einer Schule eingeladen, um über das Neutralitätsgesetz dort zu diskutieren.
Ich halte das Neutralitätsgesetz in Berlin nicht mehr für tragfähig. Ich halte es für diskriminierend. Wir haben eben einen Grundsatz der Religionsfreiheit. In diesem Grundsatz der Religionsfreiheit ist es das Recht, aktiv ein Glaubensbekenntnis abzulegen. Und wir wissen, dass wir auch noch, ich sage das ganz pragmatisch, in Berlin, gerade hier an der HU, wir sind besonders stark in der Lehramtsausbildung. Wir haben vom Berliner Senat Vorgaben bekommen, innerhalb kürzester Zeit unsere Lehramtskandidaten zu verdoppeln, weil wir ein massives Problem haben mit Lehrermangel in dieser Stadt. Gleichzeitig haben wir sehr viele junge Frauen, auch mit Kopftuch, die sich für eine Lehramtsausbildung interessieren würden, die aber jetzt schon wissen, dass es für sie Quatsch ist, in dieser Stadt zu studieren, weil sie als Frau mit Kopf nicht lehren dürfen. Also insofern stellen sich auch tatsächlich für Berlin ganz konkrete Fragen. Ich glaube aber, dass das Neutralitätsgesetz wahrscheinlich ein ganzes Webinar für sich beanspruchen würde, die Argumente dort nochmal aufrechtzuerhalten. Es gibt aber auch sehr kluge Menschen, die sich dort auch juristisch schon geäußert haben, zum Beispiel Nahed Samu, die könnt ihr vielleicht mal einladen, die hat dazu auch schon geschrieben. Und zur Bildungsfrage, ich habe heute noch mal mir für die Vorbereitung noch mal angeschaut, die Schulen in Berlin, die eben, ihr wisst ja selber, wenn Eltern eine Schulentscheidung treffen, ist das, was am meisten geklickt wird in Berlin, immer die Zahl der Schülerinnenschaft mit nicht-deutscher Herkunftssprache. Das ist so ein bisschen so ein verklausulierter Moment für, ich will meine Kinder nicht dahin schicken, wo zu viele Migranten sind. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass das stark mit Schicht und Klasse korreliert. Wenn wir uns nämlich die Lernmittelbefreiung anschauen, dann ist das ganz besonders häufig, also die armen Eltern und Familienhäuser sind gleichzeitig auch stark in den migrantischen Gebieten. Umgekehrt ist natürlich ist wirklich verrückt, dass gerade in den Stadtteilen mit dem höchsten Anteil an Migrationshintergrund, also die am pluralitätsoffensten sind, die Grünen mit die meisten Stimmen holen. Aber wahrscheinlich nicht von den Migrantinnen, sondern von denen, die gerne in den Stadtteilen leben, ihre Kinder aber dann nicht auf die Schulen dieser Stadtteile schicken, sondern gerne mal unter fadenscheinigen Argumenten, ich habe ja nichts gegen Pluralität, aber mein Kind soll eine bessere Bildung genießen. Also ich glaube, an dieser Bigotterie muss man ein bisschen arbeiten. Und ich kann das auch ganz konkret sagen, weil ich genau in so einem Stadtteil lebe. Also habe heute gesehen, der Stadtteil mit dem größten Migrationsanteil ist Wedding-Gesundbrunnen. Da sind meine Kinder zur Grundschule gegangen. Und ich habe ganz viele Diskussionen mit Eltern, die im Grunde genommen progressiv sind, geführt, die aber sich verweigert haben, ihre Kinder auf die gleiche Schule zu schicken wie meine Kinder. Und die Fragen, die werden immer drängender und die Glaubwürdigkeit schwindet bei jeder dieser Schulentscheidungen gegen eine Stadtteilschule dieser Art. Und deswegen müssen wir gemeinsam mit den Lehrerinnen daran arbeiten, wie wir diese Schulen nicht nur attraktiver machen vom Angebot, sondern wirklich auch vielleicht aktiver Elternschaft ansprechen und mit ihren Hidden Rassismen vielleicht konfrontieren. Es muss nicht konfrontativ sein, aber zumindest, dass denen das bewusst ist, dass man das auch weiß. Und ich sehe das, diese Bildungsfrage als eine der zentralsten, auch stadtpolitisch. Und noch als Letztes, ich weiß das auch, was unsere Schulen angeht, also Wedding, Reinickendorf, das sind jetzt meine Kinder, wenn es darum geht, die Toiletten zu renovieren, besitzen die Eltern nicht das soziale Kapital, um Anträge beim Senat zu stellen, während es Eltern im Prenzlauer Berg und Altmitte sehr viel leichter stellt, allein, dass sie wissen, wie man einen solchen Antrag schreibt. Die Gelder für diese Schulen fließen sehr viel schneller als für die anderen strukturschwachen Schulen. Da müsste man vielleicht eher auch sowas wie einen Schlüssel finden. So viel von meiner Seite. Danke. Weiß ich gar nicht, ob jemand anders noch gemeldet hat, aber ich habe mich keinen gesehen. Aber ich wollte einmal noch mal kurz, weil Naike hat uns ja schon ganz schön die Leviten ein bisschen gelesen, sage ich erstmal aber auch danke dafür. Das ist, das tut uns auch immer ganz gut. Wobei natürlich aus der eigenen Sicht als grüne Partei wird man sagen, wir sieht man sich meistens als die Kraft, die Antirassismus, Antidiskriminierung, offene Gesellschaft sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber da ist es gut, dann auch mal wieder gespiegelt zu bekommen, dass man das vielleicht nicht unbedingt ist. Wobei ich glaube, wir haben in Berlin auch schon einige Schritte, LADG und ähnliches auch nochmal mitgemacht und ja auch ein Justiz- und Antidiskriminierungssenator, der auch in diesen Punkten wieder Schritte macht. Aber zu dem letzten Punkt, weil da gibt es jetzt auch eine Frage aus jemandem, der auch aus dem Wedding kommt und dafür uns in die BVV sitzt. Thailand
heißt er, der hat das heute im Seminar auch schon nochmal angesprochen, dass dieser Fahrstuhl nach oben in Deutschland einfach nicht mehr funktioniert. Und mein Gefühl ist gerade, Menschen, People of Color, die Leute, die zum Beispiel auch über damals bei Anwerbeabkommen und sowas gekommen sind, die dann oft sehr Jobs angenommen haben, wo sie wenig bezahlt haben, jetzt auch zum Beispiel dann Spätis aufgemacht haben und so, die schaffen oft den Weg nach oben gar nicht mehr. Und ich glaube, dass Bildung ein wichtiger Schlüssel ist, aber am Ende kann es auch nicht alles sein. Aber ich weiß nicht, wie, also natürlich bin ich da auch für gute Bildung, aber ich glaube schon auch, dass wir so ein Durchlässigkeitsproblem haben. Du hast das mit, das hast du davor nochmal kurz angesprochen, glaube ich, auch die Frage nach, wie sehen Bewerbungsverfahren aus und sowas. Was gibt's, hast du da noch Punkte, die du mit uns auf den Weg geben würdest? Dann würde ich die Frage noch kurz mit reingeben und dann hat sich Matthias gemeldet. Also es gibt sehr viele Studien und ich stelle die auch gerne zur Verfügung. Einige davon haben wir auch hier bei uns am Institut durchgeführt, aber wir haben auch die gesammelt, die andere Kolleginnen durchgeführt haben, wo es genau darum geht, der Nachweis ist tatsächlich erbracht, dass man bei gleicher Leistung und gleicher Qualifikation nicht gleich bewertet wird, je nachdem, welchen Namen man hat. Kolleginnen aus Mannheim haben vor 2 Jahren eine Studie gemacht, die könnt ihr googeln, die ging raus unter dem Namen Max versus Murat, wo gezeigt wurde, dass Lehrkräfte Diktate mit identischen Fehlern zugeschickt wurden und die jene Diktate mit dem Namen Murat eben signifikant schlechter bewertet haben, obwohl es die gleichen Diktate waren. Wir haben das Gleiche auch mit Frauen mit Kopftuch, mit identischen Bewerbungen, wo die Frauen um mehr als 50% weniger eingeladen werden. Also es gibt genügend empirische Sicherheit für diese Diskriminierung. Es gibt aber auch etwas, und das fände ich gut, weil ich glaube, das ist vielleicht auch ein grünes Thema, dass man nicht darin verharrt in dieser wir sind unten und bleiben unten Thematik, weil es gibt auch gleichzeitig trotz dieser ganzen Diskriminierungsschranken unglaublich starke Wachstumsquoten, was gerade die Bildungsleistung der türkeistämmigen Bevölkerung hier in diesem Land betrifft, also der zweiten und besonders dritten Generation. Und das sind fast mit die am stärksten performendsten Gruppen. Aber im Kopf bleibt immer, ach, bei denen tut sich sowieso nichts. Und dagegen muss man auch narrativ vorgehen. Wenn man sich allein die politischen Parteien anschaut, werdet ihr wahrscheinlich selber wissen, wenn ihr Personen mit Migrationshintergrund habt, sind die wahrscheinlich überproportional türkeistämmig. Liegt auch natürlich an der großen Zahl, liegt aber auch am politischen Engagement und auch Gott sei Dank an der Ungeduld, das alles eben in der Form nicht mehr hinzunehmen, diese Ungleichheitsschranken. Und das, woran ich seit längerer Zeit arbeite, auch mit Kolleginnen, ist nämlich eine ganz andere, so eine kontrahypothetische Annahme, dass es nämlich genau die Aufstiege der BPOC-People ist, genau die Aufstiege, die zu diesen harten Verteilungskämpfen im Moment führen. Das heißt, dass wir so viel offeneren Rassismus und Diskriminierung haben, liegt auch daran, dass immer mehr Menschen, die vorher die Gesellschaft unterschichtet haben, aufsteigen, sichtbar sind und mit ihren Rollen nicht mehr einverstanden sind und dagegen rebellieren. Und da finde ich, hast du recht, Werner, die Grünen haben sich da schon sehr stark positioniert. Ich glaube halt, dass die Grünen mehr machen könnten, indem das, was sie sagen, was sie schon sehr gut schreiben und diese Vision einer antirassistischen oder einer eher gleichheitsorientierten Gesellschaft sich auch widerspiegelt in Maßnahmen. Dass es nicht nur dabei bleibt, dass man irgendwann den Grünen vorwerfen könnte, das ist ein schönes Bild und ein schöner Slogan, aber dahinter kommen nicht die Konsequenzen. Das müsste diese Partei eigentlich als nächsten Schritt für sich eingehen. Und es steigen sehr, sehr viele auf. Das heißt, man kann nicht mehr das Argument führen, ich hätte ja gerne jemanden besetzt, aber es gibt ja keine Migranten. So, das, glaube ich, das können die Grünen als Thema sehr viel weiter nach vorne bringen, dass es eben auch viele Aufgestiegene gibt. Hat sich Matthias noch kurz gemeldet? Wir hören dich wieder nicht. Nee. Tut mir leid.
Jetzt, wunderbar. Zwei Sätze anknüpfend an zwei Sachen zum Thema Grüne im Osten sichtbarer und zwar oder Erfolge. Mein Tipp ist einfach hingehen und präsent sein. Dauert Stück für Stück, aber hilft tatsächlich. Das heißt, man kann die Pluralität, die Naika angesprochen hat, man muss ja nicht unbedingt starten, indem man quasi in irgendwie Schulen geht, aber schon allein, dass man präsent ist, hilft eine ganze Menge. Dazu zwei Begründungen. Erstens, ich mache bei der Berliner Stadtmission, habe ich sehr viel mit Politik zu tun und frage mal Leute aus verschiedenen Parteien, wie sich denn ihre Partei und ihr Engagement so von anderen Parteien unterscheidet. Ne? Also mich interessiert immer eigentlich, wie sehen Mitglieder einer bestimmten Partei die anderen? Und ihr könnt euch leicht denken, dass alle Parteien übereinander immer noch Zerrbilder haben. Weil dann immer, wenn ich so jemanden frage, ne, wie denkst du denn über diese andere Partei, dann kriege ich immer so Beschreibungen, ja, die sind so und die sind so und die sind so. Und denke ich mir so, irgendwie die Leute, die ich aus dieser Partei kennengelernt habe, die sind ganz anders. Also mit anderen Worten, das erleben ja wahrscheinlich auch viele von euch, die aktiv Politik machen in der BVV etc., dass es schon ein paar Leute gibt aus anderen Parteien, die diesen Zerrbildern entsprechen, aber viele eben halt auch nicht. Mit anderen Worten, viele Menschen haben offensichtlich Zerrbilder über die Grünen und die kann man ganz wunderbar, aber auch sehr langfristig, ist ein dickes Brett, was man bohren muss, abbauen, indem man tatsächlich vor Ort präsent ist. So ein Beispiel aus meiner Arbeit, ich habe immer als Einrichtungsleiter, habe ich immer versucht, möglichst früh Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch mit verschiedenen wichtigen so Institutionen vor Ort quasi zu suchen, von Polizei über Krankenhäuser bis hin zur lokalen Politik. Und gerade wenn man eine Einrichtung für Geflüchtete leitet, könnt ihr euch vorstellen, da gibt es immer sehr, sehr viele Klischees. Und was ich halt festgestellt habe, man kann nicht alle Leute erreichen, aber man kann viel, viel, viel mehr Leute erreichen, als man eigentlich denkt. Und da möchte ich gerade, ne, gerade wenn es um den Osten geht, ich bin tatsächlich aus Potsdam. Also man könnte sagen, entweder, dass ich aus West-West-Berlin bin oder ich bin einer von diesen aus Menschen aus einem anderen Land, nämlich Brandenburg, der den Berlinern die Arbeit wegnimmt, weil ich in Berlin arbeite. Scherz beiseite, mir ist in vielen Jahren immer noch sehr viele Klischees über Ostdeutschland begegnet, weil tatsächlich viele Leute immer noch so denken, alle sind Nazis, da denke ich mir so, das nicht. Also mit anderen Worten, weg von den Klischees heißt auch andere Leute einfach mit dem eigenen Grünsein konfrontieren. Man kann nicht alle erreichen, aber viele, und das ist ein dickes Brett, und es lohnt sich aber zu bohren. Das nehmen wir auf jeden Fall mit und hoffen, das haben auch alle gehört, weg von den Klischees, finde ich sehr, sehr gut. Und Leute mit dem eigenen Grünsein konfrontieren oder beglücken, je nachdem, ist sicher auch immer gut. Wir würden gerne jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und auch nochmal tatsächlich Fragen, also Matthias, du hast jetzt viel auch in deinem Eingangsstatement ja schon gesagt zur Frage, was wir eigentlich tun müssten, um diese Stadt auch ein Stück weit sozialer zu gestalten. Wir sind als Partei ja nun eher für Klimaschutz bekannt und Naika hat zu Recht gesagt, wir haben vielleicht in Themen wie Soziales eher Nachholbedarf sozusagen. Wir sind der festen Überzeugung, wir haben auch da gute Konzepte. Wir machen beispielsweise, wenn es um Mobilität geht, wo uns immer vorgeworfen wird, die City-Maut ist nicht sozial, sagen wir doch, gerade sowas ist sozial, weil wir die Leute in den Innenstädten entlasten müssen und so weiter. Wir versuchen also auch, jemand, der an der Leipziger Straße wohnt, soll trotzdem atmen können, auch wenn er sich keine Wohnung im Grünen leisten kann. Wir versuchen das also zu verbinden. Öko und sozial gehört für uns ganz, ganz eng zusammen. Aber vielleicht mal eine Frage an Helena, du setzt dich ja nun auch sehr für Klimaschutz ein. Ist das eigentlich, ist Fridays for Future eine Bewegung für junge Menschen aus Elternhäusern, die Geld haben? Ist euch das andere ganz egal? Oder sagt ihr, ja, genau so sehen wir das auch, eigentlich muss man öko und sozial zusammendenken? Und wenn ja, wie macht ihr das? Also ganz oft hört man uns ja auf den Straßen, oder wenn jemand schon mal bei einer Demo von Fridays for Future war, eigentlich überall in Deutschland, immer gerufen, what do we want, climate justice? Und dieser Begriff Klimagerechtigkeit ist, glaube ich, da der Schlüssel, weil wir können natürlich Emissionen reduzieren und dabei quasi einfach nicht darauf achten, wie es den Menschen dabei geht. Das wurde zum Beispiel ja jetzt in der Corona-Krise ganz oft gesagt, okay, jetzt habt ihr hier eure Emissionsreduktion und das ist erstens natürlich nicht, also ist überhaupt keine
hilft uns nicht, unsere Klimaziele einzuhalten, wenn nur kurz Emissionen sinken. Aber zweitens geht es ja darum, dass wir diese Transformation, also wir wollen ja die Klimakrise stoppen, um Menschen zu schützen. Weil wir wollen, also wir wollen die Klimakrise stoppen, damit keine, nicht viele, viele Menschen unter den Folgen leiden müssen. Und deswegen geht da natürlich Hand in Hand damit, dass diese Transformation auch sozial gestaltet wird, weil sonst findet sie erstens überhaupt keine Akzeptanz in der Gesellschaft und zweitens geht das dann total am Ziel vorbei. Und das ist super wichtig, gerade dass eben die Lösungen, die wir anschauen, Leute, die weniger verdienen, nicht mehr belasten und dass die Lösungen, die wir verfolgen, um die Klimakrise zu bekämpfen, gerade so gestaltet sind, dass sie möglichst vielen Menschen zugutekommen und auch möglichst Ungleichheiten in unserer Gesellschaft ausgleichen, weil gerade Menschen, die irgendwie weniger verdienen oder die in sozial prekären Zuständen wohnen, werden ja Auswirkungen der Klimakrise später noch viel stärker spüren. Und zur zweiten Sache, was für eine Bewegung ist Fridays for Future, wer darf hier mitmachen? Das ist natürlich immer irgendwie eine berechtigte Beobachtung, dass wir doch eine sehr weiße und sehr privilegierte Bewegung sind. Aber die Frage ist, ob das ein berechtigter Vorwurf ist, weil natürlich ist Aktivismus in gewissen Fällen einfach ein Privileg. Also ich konnte einfach die letzten 1,5 Jahre neben meinem Abitur, neben der Schule 40 Stunden die Woche für Fridays for Future arbeiten, weil ich mir keine Sorgen darum machen musste, ob jetzt Essen auf dem Tisch steht und weil ich keinen Nebenjob machen musste, weil meine Familie so genug hatte. Und da ist natürlich immer die Frage, wie wird es ermöglicht, dass es irgendwie möglichst eine inklusive Bewegung ist. Und das müssen wir natürlich auch in unseren eigenen Strukturen immer wieder anschauen. Wie können wir eigentlich Antirassismus und Geschlechtergleichheit in unseren eigenen Bewegungsstrukturen bekämpfen und wie können wir das möglichst inklusiv gestalten. Aber am Ende ist natürlich die Frage, wie weit man damit kommt und wie weit wir uns einfach für Menschen einsetzen, die gerade nicht mit uns auf die Straße gehen können. Aber interessant. Also, Uwe, also ich meine, das ist eben auch wirklich ein schönes Thema für solche neuen Bündnisse. Ne? Also dass man solche Themen jetzt wie eine City Maut von vornherein auch mit Sozialverbänden, mit Interessensorganisationen im sozialen Bereich gemeinsam erarbeitet, weil das kriegt dann, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Ja, wobei ich aber schon merke, wenn man jetzt in der Verkehrspolitik zum Beispiel aktiv ist oder auch für die offene Gesellschaft, das klingt erstmal schön, ja. Also die schreiben dann alle auf, ja, wir wollen den Platz fair verteilen oder wir wollen jetzt auch, selbst die CDU hat jetzt hier in Berlin gesagt, sie sind jetzt auch für Fahrradverkehr, aber wenn es dann darum geht, dem wirklich den Fahrradwege zu bauen, dann wollen sie es nicht, weil dann geht es ja trotzdem darum, geht das der Parkplatz weg oder nicht. Ähnlich bei der Quote wie bei Nike, jeder ist erstmal, wenn man ihn fragt, würde keinen. Nicht jeder, aber ein Großteil der Gesellschaft ist erstmal für die offene Gesellschaft. Wenn es dann um die harten Fakten geht, dann geht es um harte Machtkämpfe. Dann geht es darum, wer sitzt, also müssen CEOs oder auch Vorstandsvorsitzende oder Minister, Senatoren, Bundeskanzlerinnen und so ist auch POCs sein. Dann geht es um harte Machtfragen. Also es geht auch darum, was abzugeben. Wie kann man das eigentlich sinnvoll auch, also dann heißt es aber auf der anderen Seite zu uns immer wieder, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen das sehr langsam machen. Ich kann mir das auch für Fridays for Future immer schwierig vorstellen, zum Beispiel für so eine Frage. Ja? Also einerseits radikale Forderungen, aber trotzdem will man ja auch eine Mehrheit am Ende dafür gewinnen, weil es hilft ja euch jetzt auch nichts, wenn in 20, 30 Jahren alle sagen, ihr hattet recht, aber ihr habt euch nicht durchgesetzt. Also wie diskutiert ihr das bei euch? Weil das bei uns natürlich immer große Fragen sind. Also mit welcher Haltung geht man daran? Wie setzt man sowas um? Mit dem Schlaghammer oder irgendwie sehr soft und alle mitnehmend, aber dann ist es manchmal zu wenig, was man bekommt. Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt, als es, bevor das Konjunkturpaket vom Bundestag, also vom Koalitionsausschuss verhandelt wurde, zusammen mit dem Paritätischen Verband und mit Verdi zusammen Forderungen gestellt. Und das sind natürlich solche Bündnisse, wo wir als Klimabewegung sagen, okay, wir sind nicht die Experten für soziale Fragen, das ist eigentlich überhaupt nicht unsere Kompetenz. Aber wir setzen uns zusammen mit Leuten, die das eben können und die da sich schon sehr lange beschäftigen. Und ich denke, wenn man so inklusive Bündnisse schmiedet und wenn man sich da zusammentut, dann ist es da ja nochmal viel mehr möglicher, viele Menschen mitzunehmen, also irgendwelche Busfahrer von Verdi, die wir vielleicht nicht erreichen können durch solche gemeinsamen Vorhaben,
auch mitgenommen werden. Und dann, ich glaube, dieses alle mitnehmen ist wieder, kommen wir einfach, glaube ich, wieder auf das Gleiche zurück. Denn letztendlich können wir ja viel mehr Menschen mitnehmen, wenn letztendlich Maßnahmen darauf abziehen, dass eben solche sozialen Aspekte mitbeachtet werden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer wieder diese Ja-Aber-Argumentation, auf die wir stoßen, dass es immer wieder heißt, ja, ihr habt ja recht, aber das ist aus diesen Gründen nicht möglich. Und das ist halt einfach irgendwo das ist super anstrengend, aber das ist auch, also dass es nicht einfach ist, diese Transformation zu machen, das wissen wir, aber dass wir eben unter Zeitdruck stehen, das wissen wir auch, und dass wir keine andere Option haben, als sehr schnell Emotionen zu reduzieren, das ist einfach so, weil wenn wir nicht die Klimakrise aufhalten, dann haben wir in 30 Jahren ganz, ganz andere Probleme, die wir besprechen können. Und ich denke, da ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir durch schnelles Handeln, aber durch auch Handeln, was zum Beispiel Städte lebenswerter macht. Also wenn wir an den Verkehr denken, wo Autos irgendwie durchschnittlich, ich glaube, 23 Stunden, 15 Minuten einfach nur rumstehen und unbewegt bleiben. Wenn wir solche Fragen betrachten, dann geht das, glaube ich, steigert das natürlich auch ganz stark die Akzeptanz. Vielleicht auch dazu ganz kurz. Ich glaube, das ist immer wieder gut auch zu schauen, was sind so Settings, wo solche Koalitionen dann aufgehen. Ne? Denn man hat natürlich die Blockadekonstellationen bleiben. Also ich merke das jetzt bei mir im Vorort. Wir haben so einige abgehängte Stadtteile, ne? Die dann plötzlich die Chance aber sehen und dann selbst auch Vertreter der CDU dann mitziehen, endlich mal so einen Stadtteil aus der Schattenwahrnehmung in der eigenen Stadt wahrzunehmen. Und dann ist dann plötzlich was möglich, was in weiten anderen Teilen der Stadt vermutlich die nächsten 10 bis 15 Jahre noch gar nicht geht, ne, weil man da in den klassischen Blockaden festhängt. Dass man also sieht bei diesen Koalitionen, ob nur mit anderen Parteien oder anderen Verbänden, wo sind so Win-Wins von beiden Seiten, die sich gut verknüpfen lassen, weil man dann einfach so ein Beispiels- und Bildervorrat hat, ne, die man den klassischen Stereotypen auch entgegensetzen kann. Und ich glaube, da findet man natürlich auch, greift man ja in Berlin auch auf einen Fundus an Konstellationen zurück. Und das gezielt auch zu suchen, dass man das eben mit so Konstellationen, bestimmten Experimenten verbindet. Dann kann da was Kraftvolles draus werden. Ja, vielen, vielen Dank, Uwe und Helena, für diese beiden Punkte. Ich würde tatsächlich gerne noch mal ein bisschen bei dieser ganzen Frage Klima und Nachhaltigkeit bleiben wollen, weil wir da jetzt eben auch noch mal Fragen aus dem Publikum sozusagen haben. Und zwar zum einen fragt Ulrike, es ist vor kurzem von der EU eine ambitionierte Biodiversitätsstrategie verabschiedet worden. Was glaubt ihr, wie kann Biodiversität in der Nachhaltigkeitspolitik gestärkt werden? Und vielleicht auch tatsächlich für uns als Berlin nochmal die Frage, welche Rolle spielt Biodiversität eigentlich in der Stadt? Also wir sagen immer, wir haben das Tempelhofer Feld und da fliegen auch Bienen, ist jetzt sehr verkürzt gesagt, ne? Ich habe zur LDK im Frühjahr, wo die dann leider ausfallen musste, Corona-bedingt einen gesamten Leitantrag dazu geschrieben. Also uns ist bewusst, es fliegen mehr als ein paar Bienen übers Tempelhofer Feld. Aber landläufig ist natürlich die Meinung, Biodiversität, was ist das eigentlich? In der Stadt braucht man das doch gar nicht. Wir wissen aber auch, Städte spielen da eine sehr, sehr relevante Rolle. Wollt ihr da vielleicht was zu sagen? Und da knüpft dann auch ganz gut an eine Frage von Yannick. Welche Chancen und Prioritäten seht ihr für den Beitrag der Städte zum Klimaschutz? Insbesondere Uwe, aber vielleicht auch die anderen. Wo würdet ihr als erstes ansetzen? So, ich weiß nicht, ob Uwe, du beginnen möchtest und dann Helena, weil es eben andersrum war. Ja, kann ich gerne machen. Ja, also ich meine, man findet natürlich auch Anknüpfungspunkte für das Biodiversitätsthema jetzt in Städten. Auch da muss man einfach aufschauen, dass man gerade wenn man auch den Anspruch hat, jetzt das gesamte urbane Themenspektrum abzudenken, dass man sich in dem, was man ganz nach vorne rückt, nicht verzettelt. Ne? Weil man kann auch die ganzen SDGs, also die nachhaltigen Entwicklungsziele durchgehen und dann wird das sehr, sehr ganzheitlich und gleichzeitig ist das natürlich in dem Transportieren der politischen Botschaften schwierig. Ich finde es dann immer sinnvoll, sich aus so einem Themenfeld wie Biodiversität einzelne Aspekte herauszunehmen, die auch in der Stadt
sehr, sehr lebendig sind. Und da sind zum Teil die Honigbienen, die sind es dann auch manchmal. Wir haben ja gesehen, was die ausgelöst haben im Hinblick auf die Biodiversitätsfragen, damit man eine Grundsensibilisierung für das Thema erreicht. Aber das jetzt nicht in Selbstanspruch zu übersetzen, jetzt auch noch einen systematischen Biodiversitätsplan in Berlin als eines der Top-Themen oben auf die Agenda zu stellen. Vielleicht auch in der Klarheit, auch wenn ich mir damit vermutlich nicht bei allen Freude mache. Ja, und beim Klimaschutz, wo setzt man an? Ich meine, da finde ich, ist jetzt gerade diese German Zero-Initiative, die euch ja sehr vertraut ist, weil das auch wieder Heinrich Strößenreuther ist, wie beim Radverkehrsentscheid, der das jetzt ja auch auf die Stadtebene runterbricht und dem es ja wirklich gelungen ist, auch das wieder einfach sehr fassbar und handhabbar zu machen. Wo sind die Hauptbereiche? Wie kann so eine Klimaneutralität 2035 funktionieren? Also diese übergeordnete Kompassfunktion. Und dann ist das in jeder Stadt immer wieder ein Stück anders, von wo man das aufrollt, ne? Und wer auch die Akteure sind. Das ganze Thema regenerative Energien hängt dann ja mit den Energieversorgerstrukturen in den Städten zusammen. Im Gebäudebereich hänge ich extrem stark an den Bundesbedingungen und natürlich an den privaten Investitionsbereitschaften. Im Mobilitätsthema, da seid ihr selbst vor Ort, das ist viel auch politische Ansatzpunkte. Und da muss man jeweils eben eine dann auch Berlin-spezifische Lösung finden und auch versucht, auch dort in jedem dieser Bereiche immer wieder geeignete Allianzen mit den Akteuren auf den Weg zu bringen, die da Hebel haben und das dann auch mit einer Berlin-spezifischen Identität zu verknüpfen. Ne? Und ich glaube, da habt ihr natürlich, darum auch wieder Verweis auf Wissenschaft, ihr habt hier solche Einrichtungen wie das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und andere vor Ort, die da einfach drin sind in den Berliner Themen, diese ganze wissenschaftliche Expertise mitbringen und die da dann auch natürlich Unterstützungspartner sind, wenn man so eine Komplexität auf was runterbrechen kann, was man dann auch zum politischen Programm macht. Ich glaube, das Thema Biodiversität fällt bei uns auch immer eigentlich zu kurz und das auch einfach wegen einer Kommunikationsperspektive, glaube ich. Wenn wir haben es schon irgendwie geschafft, dass die irgendwie ein Großteil der Bevölkerung checkt, was ist eigentlich jetzt mit dieser Klimakrise und warum ist das schlimm. Und dann noch anzufangen, über Biodiversität zu reden und das natürlich auch mit der Klimakrise sehr viel Verknüpfung hat und das irgendwie natürlich sich auch gegenseitig verstärkt, ist einfach auch von einem Bezug zur alltäglichen Politik, glaube ich, super schwer irgendwie dann zu kommunizieren und auch unsere eigenen Ortsgruppen dazu motivieren, irgendwas jetzt zur Biodiversität zu machen. Das ist einfach ein bisschen unsexy leider. Aber ich glaube, dass ich da natürlich auch ganz viel machen lässt, aber wir da weniger Impulse geben können, einfach auch als zivilgesellschaftlichen Akteur. Genau, und ich glaube, wo man ansetzt mit der Klimakrise, das, ich würde so gerne allen erzählen, es ist eigentlich egal, Hauptsache man macht irgendwas, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider ist es ja nicht so, also weil wir einfach doch so einen Zeitdruck haben jetzt, dass es nicht reicht, einfach irgendwo anzusetzen und mal ein bisschen zu machen und dann dafür sich Lob einzuholen. Sondern ich glaube, wie eben Uwe gesagt hat, es war, glaube ich, eine gute Leitlinie, eben Unite Behind the Science, und zu schauen wirklich, was sind die 10 Stellen, an denen wir jetzt sofort ansetzen müssen und wie können wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel in Einklang bringen und so weiter. Also ich glaube, da können wahrscheinlich andere Menschen bessere Konzepte vorlegen als ich. Matthias, gerne noch. Wo ich glaube, wo Berlin sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit machen kann, ist zum Beispiel im Bereich Mode. Wir merken das als Berliner Stadtmission, weil vielleicht hat die eine oder die andere Person schon mal bei uns oder bei anderen sozialen Trägern Kleider gespendet. Und was wir halt merken, was wahrscheinlich viele von euch auch wissen, dass viele unserer Kleiderspenden tatsächlich irgendwo auf anderen Kontinenten halt landen. Wir als Berliner Stadtmission versuchen, oder wir machen das halt nicht, aber wir sind vor ganz große Herausforderungen gestellt,
zum Beispiel Müll wieder oder Textilmüll halt in den Upcycling-Prozess zu bringen, und haben zum Beispiel ein Projekt wie den Textilhafen. Also wer uns da mal besuchen möchte oder wer da mit uns in Kontakt treten möchte und tolle Ideen hat, wir sind schon in Kontakt mit ganz vielen Leuten, wer da noch mehr hat, herzlich gerne. Was hat das Ganze mit Berlin zu tun? Weil man zum Beispiel erforschen kann, wie erhöhe ich die Recyclingquote von Textilien? Ich weiß nicht genau, auf welchem Platz Textilmüll in Berliner Haushalten ist. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, unter den Top 5. Und die letzte Statistik, die ich kenne, dass jeder Deutsche oder jede Deutsche im Jahr knapp 5 Kilo Textilien verbraucht und in den Müll schmeißt und davon nur 500 Gramm recycelt werden. Mal so ein Beispiel, wenn man bei einem Upcycling-Firma, wenn man zum Beispiel Designerin oder Designer ist und Taschen herstellen möchte aus alten Jeans, dann kostet es in Deutschland ungefähr 1,30 bis 2 Euro pro Kilo Jeans, die man also, wenn man Stoff kaufen möchte für seine eigenen Designsachen. Wenn ich das Gleiche aber aus einem Schwellenland wie zum Beispiel Indien importiere, dann ist das schon aufgetrennt und kostet ungefähr 30 bis 40 Cent pro Kilo, inklusive Transport. So, das heißt, so was wir so sehen und was ja viele Textilhändlerinnen und Händler halt auch sehen, dass wir untergehen in Kleidung und gleichzeitig nach hinten raus nicht klar ist, was passiert damit eigentlich. Bis zum schlimmsten Fall, soweit wie ich das verstehe, wenn man Mischgewebe entsorgt und verbrennt, dann entsteht da hochgiftiger Müll, wo ich eigentlich ein eigenes Endlager für Kleidung bräuchte. Was hat das Ganze mit Berlin zu tun und mit grüner Politik? Einerseits Lehrstühle dafür einrichten oder Forschung unterstützen, die sich mit einem Upcycling, mit Prozessen dort beschäftigen, und natürlich, ne, die Modemessen sind abgewandert, ganz speziell in Modekonzepte, die anlocken, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir und andere soziale Träger haben da nicht die Antwort, laden euch aber herzlich gerne ein, mit uns da an Antworten zu suchen, weil wir teilweise mit schlechten Kleiderspenden oder nicht so hochwertigen Kleiderspenden halt konfrontiert sind und wirklich sehr stark darum kämpfen, wie wir damit umgehen, um halt nicht die ganze Situation noch schlimmer zu machen. Da kann ich aber berichten, dass wir tatsächlich auch mit SEN-UVK und Regine Günther und dem Umweltstaatssekretär Stefan Tito ja auch schon dran sind, das Gebrauchtwarenhaus da jetzt einzurichten, wo wir nicht unbedingt Kleidung, aber wo wir gucken, dass wir den Müll jetzt nicht mehr einfach wegschmeißen, sondern dass wir aussortieren, was kann man da benutzen, was kann man wiederherstellen, was kann man reparieren. Und das dann wieder in Warenhäusern verkaufen und dann auch versuchen, das auch auf einem höheren Level, dass das nicht nur so was ist für also jetzt, ich gebe jetzt mal ein bisschen was Geld, was hat diesen sozialen Touch hat, mit reinzubringen, sondern wirklich auch mit viel Qualität. Das für mich ist eine Sache, die mich schon immer noch umtreibt, und da würde ich mal die Einschätzung auch von euch vielleicht nochmal gerne wissen, ist, und als Grüne wird immer sehr schon vorgeworfen, ja, das, was ihr wollt, ist eigentlich irgendwas für eine, also einerseits sind wir die Gutmenschen, andererseits sind wir dann die Reichen, die sich das halt sogar noch leisten können und. Trotzdem liegt uns die Sozialpolitik schon immer am Herzen, und ich habe damals 2013, als wir auch einen starken Umverteilungswahlkampf im Bundestag mitgemacht haben, direkt in der Bundesgeschäftsstelle, damals als Referent von Claudia Roth noch gearbeitet, und habe gemerkt, wie hart sowas ist. Ja? Also wenn man diese sozialen Fragen auch mal stellt. Aber am Ende wird man das machen müssen, weil ich nicht sehe, wie man ansonsten diesen sozialen Ausgleich hinkriegt. Also es wird etwas, der Klimaschutz wird was kosten. Wenn wir die Häuser energetisch modernisieren wollen, in Berlin sind das 42%, die beim CO2-Verbrauch, den über die Wärme ausgeht. Wenn wir das nicht bei den Häusern machen, hat das alles am Ende keinen Sinn. Wenn wir die Straßen umbauen wollen, das wird alles auch Geld kosten. Dafür wird man aber auch nicht nur sozial staffeln können, sondern man wird auch das Steuersystem nochmal deutlich angehen müssen, damit das am Ende auch gerecht bleibt. Und da wird man große Widerstände auch wieder haben. Oder stelle ich mal diese These in den Raum, wenn jetzt nur Nicken ist, aber zumindest, wie kriegt man das am Ende auch hin, damit das auch sozial gerecht in diese Runde auch mit reingeht, weil wir sind ja auch für sanktionsfrei, wollen auch den ALG-2-Satz anheben, damit es dann da auch mehr klare Sachen gibt. So, das ist ja tatsächlich eine der großen Herausforderungen, wie man das am Ende auch schaffen wird, dass man diese soziale Umverteilung auch nochmal organisieren kann.
ist jetzt erstmal Sprachlos. Sollen wir aber, also wenn die Herausforderung, die du richtigerweise ansprichst, ist natürlich, dass da auch vieles auf Bundesebene liegt. Ne? Ich meine, da ist jetzt ja bei der CO2-Steuer einfach eine riesige Chance vergeben worden. Also hätte man eine CO2-Steuer in einer anständigen Höhe erhoben und die pro Kopf zurückverteilt, dann wäre das ja spürbar gewesen. Ne? Also was das eigentlich auch für ein extrem effektives, auch soziales Verteilungsinstrument ist. Jetzt bei diesen halbherzigen Höhen bleiben diese alten Vorurteile und das Argumentieren dann eben über die anekdotische alleinerziehende Krankenschwester mit zwei Kindern, die immer 40 Kilometer nach München reinpendeln muss und bei der sich das am Ende dann ja plötzlich sehr viel schlechter darstellt. Ne? Und das macht es natürlich jetzt für eine Landespolitik herausfordernder. Und auch da, auch wenn das immer wieder auf die gleiche Leier kommt, ich glaube, es ist wichtig, weil man solche Wahrnehmungsmuster, die bricht man nicht als Grün allein. Das kriegt man, glaube ich, nur durch gute Bundespolitik hin. Ne? Also auch dort eben eine Initiative für eine ökologische Steuerreform, die man mit Kirchen oder mit Sozialverbänden bewusst auf den Weg bringt und in den Themenfeldern, wo das eben gerade brennt, schaut, dass man sich mit Akteuren und Gruppen zusammentut, die im Hinblick auf die soziale Frage eine extrem hohe Glaubwürdigkeit in der Stadtgesellschaft haben. Also ich würde tatsächlich in dem Zusammenhang, Werner, du hast ja gerade tatsächlich vieles, was du beschrieben hast, ist Bundesebene, wie Uwe auch sehr richtig gesagt hat. Aber wir haben, weil wir tatsächlich auch als Grüne uns viel mit Sozialpolitik befassen, überlegt, was würde eigentlich für uns in Berlin tatsächlich diese Stadt nochmal sozialer machen. Und da haben wir uns gedacht, damit hier nochmal ein bisschen alle aufwachen, die vor dem Bildschirm sitzen, würden wir gerne nochmal Sebastian bitten, eine weitere Umfrage freizuschalten. Und zwar haben wir auch nochmal eine Umfrage zum Thema Sozialpolitik für euch. Und das ist auch wieder nur, dass ihr schon mal vorbereitet seid, eine zweigeteilte Umfrage. Also ihr habt hier 4 Antwortmöglichkeiten und bekommt gleich nochmal 4 Antwortmöglichkeiten. Und das würde mich sehr interessieren oder uns sehr interessieren. Glaubt ihr, wir bräuchten mehr Unterkünfte für Obdachlose? Wir sollten mehr Geflüchtete aufnehmen? Wir brauchen die eine Schule für alle? Oder ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und solange ihr gerade noch abstimmt, möchte ich euch mal erzählen, dass wir immer noch knapp 200 Teilnehmer hier im Webinar sind. Das heißt, es ist wirklich nach wie vor offensichtlich spannend, was unsere Gäste uns zu erzählen haben. Das freut mich sehr. Und der Großteil von euch hat jetzt gewählt. Deswegen würde ich diese Umfrage einmal schließen. Und da seht ihr auch tatsächlich das, was Naika vorhin gesagt hat, wenn man gute Sozialpolitik machen will, muss man in der Bildung ansetzen. Also langes gemeinsames Lernen ist wichtig. Viele glauben auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, wobei da muss ich ja zugeben, das ist nicht unbedingt die Berliner Ebene, auch wenn Müller versucht hat, auf Berliner Ebene ein Grundeinkommen einzuführen. Aber dann würde ich jetzt nochmal zum zweiten Teil der Umfrage kommen. Da haben wir nochmal 4 Antwortmöglichkeiten. Da geht es darum, bräuchten wir mehr günstige Wohnungen oder günstigere Wohnungen insgesamt, mehr Fairtrade-Angebote, bräuchten wir günstigere kulturelle Angebote, denn auch da ist es ja so, dass manche Leute sich das gar nicht leisten können, oder brauchen wir mehr Wohnraum und Infrastruktur, soziale Infrastruktur für ältere Menschen? So, jetzt hat hier auch der Großteil gewählt, glaube ich. Dann würden wir das abschließen und ihr seht ein sehr, sehr deutliches Bild. 2/3 von euch sagen, wir brauchen noch günstigere Wohnungen. Wir sind da in Berlin natürlich mit dem Mietendeckel, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber diese Antwort zeigt, dass wir auch noch Wohnraum, noch mehr Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Und die zweitstärkste Antwort ist tatsächlich mehr Wohnraum auch für ältere Menschen. Das ist ist ja häufig tatsächlich ein Problem, dass ältere Menschen kaum noch Wohnraum finden, der für sie auch geeignet ist und dann auch noch bezahlbar ist. Und auch soziale Infrastruktur für ältere Menschen fehlt uns häufig. Das
finde ich nochmal einen ganz spannenden Aufhänger. Wir würden jetzt vielleicht in nochmal unsere sozusagen mehr oder weniger letzte Fragerunde vielleicht kommen, bevor wir dann nochmal eine kurze Abschlussrunde machen. Aber zumindest eine kurze Frage auch nochmal Richtung, Richtung Sozialpolitik. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie sehr die Richtung Sozialpolitik ist. Ich habe sie aber so interpretiert. Das war nämlich auch eine Frage aus dem Publikum. Haben wir eigentlich aus der Corona-Krise etwas gelernt oder machen wir danach weiter wie davor? Und wie gesagt, ich hab diese Frage bei Sozialpolitik einsortiert und weiß gar nicht, ob sie so gemeint war. Also dem Fragesteller, falls ich es falsch gemacht habe, verzeih mir bitte. Aber was würdet ihr dazu sagen? Was können wir als Berlin aus dieser Krise lernen? Und gibt es etwas, was wir besser machen können? Oder was wir jetzt in der Krise besser gemacht haben und können es dann auf Dauer auch umstellen. Fällt da einem von euch was ein? Ich mach's kurz, wir können vielleicht nachher auch nochmal einen Link verschicken. Wir haben ja eine meiner letzten Aktionen im Wuppertal-Institut Ende April war ja so ein Papier mit den Stadtforscherinnen und Forschern zu diesen Potenzialen der Post-Corona-City aus Nachhaltigkeitsbereich. Wir haben das so unter drei Formeln gepackt. Was haben wir denn eigentlich gesehen an so Phänomenen, die sich auch für den Nachhaltigkeitsdiskurs nutzen lassen? Und haben das unter so eine Dreiheit von näher, öffentlicher und agiler gepackt. Und das sind Phänomene, die sich jetzt natürlich schon wieder abschwächen, aber wo es darum geht, das politisch auch zu stabilisieren. Ne? Und Nähe, das ist das, was wir gemerkt haben an neuer Solidarität in den Quartieren, diese Sensibilisierung für lokale Wirtschaftskreisläufe, unter öffentlicher, eben diese ganz andere Akzeptanz, eben auch für Daseinsvorsorge aus öffentlicher Hand und eben der Bereitschaft und einer ganz anderen Blick auch für das, was eben dann in der Daseinsvorsorge eben nicht nur rein marktlich organisiert wird. Und bei dem Agila, das reicht ja von wirklich auch dieser Beweglichkeit in einem ganz anderen Bild, mit dem auf Stadtverwaltung geschaut wird, zu der Bedeutung der kreativen Szenen in den Städten für eine Stadtentwicklung, bis dann auch hin in, zu solchen innovativen und schnell auf den Weg gebrachten Lösungen wie in der Mobilität. Und ich glaube, das lohnt sich, sich all diese Phänomene anzuschauen und zu sehen, wie man die jetzt auch für die Nachhaltigkeitsdebatte nutzt und verstärkt. Weil wir haben einfach viele Veränderungsgeschwindigkeiten und Intensitäten erlebt, die wir in der Klimadebatte immer wieder ringen. Und die lassen sich durchaus auch fruchtbar machen. Aber ich höre an dem Punkt einfach mal auf. Wir haben dann relativ umfassendes Papier auch zugemacht und ich kann einen Link in den Chat dazu geben, wen das interessiert. Ja, ich würde vielleicht auch gerne einmal kurz sagen, also wenn ich mir jetzt die Umfragen von eben anschaue, dann würde ich schon jetzt auf Basis dessen mal zusammenfassend sagen, das Herz der Berliner Grünen schlägt links. Zumindest war das jetzt so der Hinweis aus den beiden letzten Umfragen. Und deswegen glaube ich, dass dort schon ein Ankerpunkt gelegt ist, wenn man jetzt in die Richtung, also das ist natürlich jetzt kein repräsentatives Stempel, ich weiß ja nicht, wer hier teilgenommen hat heute. Aber ich glaube, das ist ein guter Hinweis dafür, weil ja gerade in dieser rot-rot-grünen Regierung viel in der Hinsicht Stichwort Mietpreisbremse, aber auch Stichwort Bildungsgerechtigkeit, das sind ja Themen gewesen der letzten Jahre. Wenn wir das jetzt mit Corona verknüpfen, würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich alle als Bürgerinnen mitbekommen, die Debatten darum, um die Kategorie systemrelevante Berufe oder systemrelevante Menschen und festgestellt, dass zunächst deutlich wurde, dass Frauen sehr stark in systemrelevanten Berufen tätig waren. Für jeden, der möchte, das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat dazu ein sehr, sehr gutes Papier veröffentlicht, relativ am Anfang der Corona-Krise. Und wir haben vor 2 Wochen die Zahlen gerechnet für Migrantinnen in systemrelevanten Berufen und auch dort festgestellt, dass die überproportional in systemrelevanten Berufen vertreten sind. Und damit ist nicht nur das gemeint, was man sich automatisch vor Augen führt, dass sie natürlich stark in der Pflege sind, dass sie stark in Paketzustellungsdiensten, ich meine, wir alle haben in Corona-Zeiten uns Zustellungen, also Sachen zustellen lassen, da das
jeder, der die Tür geöffnet hat, kann wahrscheinlich selber gesehen haben, dass jeder Zweite dort migrantisch war, der einem die Sachen geliefert hat und trotzdem arbeiten musste, während wir im Homeoffice sitzen konnten. Aber auch in den Bereichen Pharmazie, Medizin, Zahnmedizin sind sie überproportional vertreten gewesen. Das heißt, wenn wir aus Corona lernen wollen, wie diese Systemrelevanz mit gleichzeitig prekären Arbeitsverhältnissen korreliert, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir uns das als Gesellschaft weiterhin leisten können, auf dem Rücken der ärmsten Gruppen unser System erhalten zu können. Und das ist vielleicht was, was wir mitnehmen sollen, dass wir das Ganze mit dem Thema Arbeit mehr verknüpfen. Und ich wollte eine Sache noch zu Helena sagen, weil ich den Punkt sehr, sehr wichtig und richtig fand und weil man damit ganz oft Bewegungen spaltet, dass man dann sagt, ihr seid ja einfach nur weiße bürgerliche Kinder, das ist euer Thema, ihr könnt euch das leisten. Ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist, zu sagen, dass Aktivismus etwas ist, was man sich leisten können muss und dass man sehr wohl in der Lage ist, das hast du ja auch gesagt, das zu verknüpfen mit einer Vision von einer gerechteren Struktur. Und mein Beispiel ist immer, Karl Marx war auch ein bürgerliches Kind und hatte sozusagen aus dieser Möglichkeit heraus ein Manifest für die geschrieben, die keine Teilhabe hatten und damit die Welt revolutioniert. Wenn man das nicht aus den Augen verliert und nicht nur seine eigene Zielgruppe anschaut und nicht abwertend ist gegenüber denen, die sich gerade dieses progressive Denken nicht leisten können, dann ist das, glaube ich, das Ziel jeder sozialen Bewegung. Man muss sich nicht permanent Vorwürfe machen, sondern kann genau mit dem Kampf dann auch anschlussfähig sein. Ja, in diesem Zusammenhang muss ich natürlich an den Wuppertaler Textilfabrikantensohn Friedrich Engels erinnern, der seinen 200. Geburtstag dieses Jahr feiert und auch ein Bürgerlicher war, der entscheidend damit dazu beigetragen hat, dass Marx unter seinen dann doch sehr prekären Verhältnissen in England überhaupt weitermachen konnte. Ich finde es gut, dass wir langsam zu Marx und Engels kommen. Ja, das gibt all uns bürgerlichen Kindern, die wir bei den Grünen wahrscheinlich auch stärker vertreten sind, als wir manchmal selber wahrhaben wollen. Aber das gibt uns ja allen Hoffnung und das ist gut. Und das gibt uns eine gute Startmöglichkeit ins nächste Jahr und ist Motivation und Herausforderung für uns. Wir würden jetzt langsam, wir sind schon etwas über der Zeit leider. Also die Zeit mit euch ist wirklich unfassbar schnell vergangen. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Runde und wir würden trotzdem, bevor wir ganz zum Schluss kommen, gerne eine ganz kurze Abschlussrunde machen. Und wir haben dafür eine Frage an euch, die würde ich einfach der Reihe nach jedem von euch einmal quasi stellen. Und die Frage ist, wenn du ein grünes Wahlplakat 2021 gestalten dürftest, ihr wisst, Wahlplakate sind jetzt keine Romane, die man da drauf schreiben kann, sondern es ist eine kurze Forderung, wenn du ein grünes Wahlplakat gestalten dürftest im Wahlkampf 2021 in Berlin, was würdest du darauf schreiben? Vielleicht machen wir es in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir die Eingangsrunde gemacht haben. Das heißt, Helena, du würdest anfangen. Ich glaube, ich würde gerne klare Ziele draufschreiben, weil mich stört tatsächlich, und da sind die Grünen natürlich nicht die einzigen, immer mal wieder Wahlplakate mit irgendwie schönen Vorhaben und tollen Wörtern, die hören sich auch immer gut an, aber ich würde Netto Null 2030 auf ein schönes Wahlplakat schreiben. Das ist eine gute Herausforderung, Netto Null 2030. Matthias, was würdest du draufschreiben? Ich glaube, sowas wie, wir bleiben fresh, wir haben schon viel geschafft und wir machen trotzdem weiter und hören noch lange nicht auf. Sowas in dieser Richtung. Vielleicht der zweite Idee noch, diese ganze Diskussion, die wir gerade hatten, fand ich sehr, sehr interessant, weil es immer so sehr in diesen Klischees halt ist, ne? Die Grünen machen nur Sozialpolitik. Ich denke immer so, die Klischees, die man über uns in der sozialen Arbeit hat, ne? Wir tragen Pullover und trinken Kaffee und sehen völlig schlumpfig aus, würde ich sagen, trifft auf mich halt überhaupt nicht zu. Und quasi da vielleicht so hingehen in diese Richtung, obwohl wir nicht müssten, müssen wir trotzdem nämlich diese Stadt lebbar machen.
Auch sehr schön, vielen Dank. Dann Uwe, was würdest du drauf schreiben? Kopierst du einfach Wuppertal oder hast du für uns eine eigene Idee? Sagen, ja, auch von der Linie her ein bisschen Wuppertal würde ich kopieren. Also ihr könnt euch ja anschauen, wie das ausgeht, aber ein Berlin verbindet, ist, glaube ich, ein Claim, wo man viel mitspielen kann. Ne? Also in der Verbindung von Themen, Verbindung der Gruppen, Organisation von Teilhabe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ein zukunftsfähiges Berlin ausmacht, dass es es schafft, diese Zukunftsherausforderungen wirklich in aller Kraft anzugehen und dabei diese Stadtgesellschaft nicht auseinanderfliegen zu lassen. Dankeschön. Und last but not least, Naika, was würdest du auf unser Wahlplakat schreiben? Also ich glaube, ich würde generell gerne mal irgendwann darüber nachdenken, ob man nicht über sowas wie einen progressiven Kommunismus nachdenkt. Aber das würde ich jetzt vielleicht nicht für ein Wahlplakat der Grünen empfehlen, sondern vielleicht dann doch eher ein bisschen konservativer und sagen, ich würde sowas wie erinnern an Artikel 3 Grundgesetz. Und da steht drin, das ist der Gleichheitsgrundsatz. Und da steht drin, dass kein Mensch aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Rasse, das steht da noch drin, obwohl wir gerade mit vielen eine Petition unterschrieben haben, dass das Wort rauskommt, eben, dass eben kein Mensch aufgrund unterschiedlicher zugeschriebener Sachen benachteiligt werden darf oder echter Ungleichheiten. Also ich wäre für den Artikel 3 gegen, den größer zu machen. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, auch von mir vielen Dank für diese wunderbare Runde, auch für das tolle Abschlusswort, auch mit dem Artikel 3 Grundgesetz. Das freut mich sehr. Ich danke euch, ich danke den über 200 Leuten, die die ganze Zeit zugeguckt haben. Es waren sogar ein bisschen mehr, weil ja welche gekommen sind und welche nicht. Aber in der Spitze waren einmal insgesamt 200 insgesamt da. Ich glaube, dann müssen es aber mehr gewesen sein. Es war total spannend. Es war ein super Auftakt für uns in den Wahlprogrammprozess. Ich glaube, wir haben da wirklich viel mitgenommen. Danke, Uwe, dir auch nochmal dieses mit den Verbindenden und wie wir die neuen Sachen reinbringen können. Auch an Helena, dass wir da diese ganze uns auch mit der Klimasache und mal deutlich reingeschrieben hast. Und bei Matthias auch die Danke, dann das Soziale und auch, dass wir die Gruppen nicht vergessen dürfen, die vielleicht nicht immer nur die stärkste Lobby haben. Und bei Naika dein starker Kampf für offene Gesellschaft. Ich glaube, das werden wir alles mitnehmen und bei uns auch ins Wahlprogramm schreiben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt, danke auch, dass wir euch zu euch privat nach Hause gehen durften. Das ist ja jetzt immer so ein bisschen in den Webinaren so eine persönliche Einladung. Nina und ich haben unsere Hintergründe, haben ein bisschen geschummelt. Aber euch allen einen wunderschönen Abend noch, ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören und bald weiter zum Weiterdiskutieren, wenn dann die Programme direkt vorliegen. Super. Vielen Danke Dank. euch. Alles Gute. Tschüss, Tschüss. vielen Dank. Ciao. Tschüss.